Wie ist die letzte Frage gegangen? Kochgeschirr! Okay, Pfannenstiel müssen von der Herdfront wegschauen, müssen immer von der Herdfront wegschauen, stimmt's? Gut. Elektrische Ausstattung? Das weiß ich auswendig. Elektrische Geräte sollten unmittelbar nach Gebrauch wieder entfernt und für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden, vorzugsweise in Schränken oder Schubladen mit Kindersicherung. Da-da-da-da! Ersthilfeausrüstung! Wir haben zwei Notfallköfer, Lisa. Der eine ist in unserem Badzimmer und der andere oben in der Wohnung von Dani. Die volle Punktzahl, Thomas. Du weißt alle Regeln. Und? Hast du heute noch etwas Besonderes vor? Nein. Nicht wirklich. Und du? Nein. So? Wieso hast du nicht frei genommen im Büro? Und warum stehst du nicht hinter deinem Pult und zeichnest Pläne für Häuser von wildfremden Leuten? Ich adoptiere nur ein Baby, das ist alles. Ah was? Ich adoptiere auch ein Baby. Ah was? Wir adoptieren das Baby! Noch schnell eine Tasse Werwin-Tee und dann. Wie spät ist es? 5:55. Oh Gott. Nach 55 Minuten und dann kommt die Frau. Wie heisst sie schon wieder? Rössler! Genau, Rössler. Das Höchstier von der Adoptionsagentur. Auf sie kommt es an. Von dem Treffen hängt alles ab. Der Rest von unserem Leben. Und das Leben von einem kleinen Baby. Alle anderen in der Agentur sind begeistert von uns. Wir haben alle Tests bestanden. Frau Rössler, wollen wir sicher sein, dass wir dem Baby ein stabiles Zuhause geben können? Und wenn ihr unser Haus nicht gefällt? Mir geht's grauenhaft, Thomas. Unser Haus ist super. Aber es ist nur gemietet. Das war eine der ersten Fragen. Sind Sie Eigentümer oder in einem Mietverhältnis? Wir wollen es ja kaufen, oder? Wir haben im alten Stutz ein Angebot gemacht und er überlegt sich's. Wir haben dem alten Stutz schon ein Dutzend Angebote gemacht, nicht alle abgelehnt. Dann machen wir ihm halt noch mal eins. Immerhin hat er bewilligt, dass wir einen Wintergarten bauen. Und nicht zu vergessen, den ersten Stock haben wir untervermietet. Ein bisschen zusätzliches Einkommen, lauter Pluspunkte für uns. Ja, hoffen wir es. Wo ist eigentlich die Lauri-Brüder? Ich habe ihn gar noch nicht gesehen. Vermutlich noch im Bett. Ich will nicht da, wenn Frau Rössler kommt. Dani! Aufstehen, du fauler Sack! Ich glaube, ich habe ihn seit dem Freitag nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich treibt er sich bei einer von seinen Freundinnen um. Ein echter Glückspilz. Hey. Also, wenn du ihn vor mir siehst, sagst du, man soll sich nicht abwecken, solange Frau Rössler da ist. Ja. Ein paar von seinen grusigen Witzen sind uns nicht einmal eine räudige Katzenadoption. So gut, Lisa. Und sag mir, sollten wir Miete zahlen, die er uns schuldet? Mach ich. Hilfst mir schnell. Das ist eine Familie. Bist so gut gefangen, nicht wieder mit dem Mann. Und der Lukas ist genauso schlimm. Der Luki ist okay. Er hat ja jetzt etwas Eigenes gefunden. Und wieso pennt er denn zwei, dreimal in der Woche auf unserem Sofa? Das ist unfair. Du weißt genau, dass ihn seine Schlummermutter nicht ins Haus lässt, wenn er etwas getrunken hat. Dann erstaunt es mir, dass er sein Zimmer überhaupt schon mal von innen gesehen hat. Lisa, immerhin hat er jetzt einen Job. Er macht Karriere am Unispital. Er ist der dritte Assistent vom Vertreter vom Portier. Der schafft sich schon Ruhe. Er hat aber als erster Assistent angefangen. Unglaublich, dass ihr drei aus dem gleichen Genpool stammt. Ja, der Dani und der Lukas sind eben eher aus dem flachen Teil vom Pool. Fertig. Und jetzt? Haben wir etwas vergessen? Nein, alles wird gut. Natürlich, ein Stück Kuchen. Bei Kuchen und anderen Süßigkeiten muss darauf geachtet werden, dass sie nur in kleinen Portionen verabreicht und nie als emotionale Bestechung benutzt werden. Und Blumen? Blumen
dürfen keine Dornen oder giftige Blätter besitzen. Nein, ich habe keine Blumen besorgt. Keine Panik, Lisa. Ich hole einen Strauss im Laden vor. Wir haben genug Zeit. Nein, ich gehe. Du leistest fertig an. Ich hole mein Portemonnaie. Das kann auch nicht Frau Wessler sein. Die wäre ja eine Dreiviertelstunde zu früh. Tagli, Lisa. Haben meinen Schlüssel vergessen. Du bist es. Ja, sag mal, ist das eine Art, das liebes Familienmitglied zu begrüßen? Du bist nicht meine Familie, du bist sie. Hast du gerade ein Käferli ab? Nein! Es ist ziemlich viel los heute Morgen, Dani. Die Frau von der Adoptionsagentur kommt am 10. Stell dir mal vor, irgendwo da aus gibt es ein super glückliches kleines Kind, das mich zum Onkel überkommt. Ja. Aber das müssen wir ja nicht an die grosse Glocke haben. Wir hoffen, dass wir heute alles unter Dach und Fach bringt. Mir betet, hast du sagen. Und du verziehst dich. Kein Problem. Ich wollte Danke sagen fürs Auto und den Schlüssel zurückbringen. Also, es dauert nicht lang. Und mach irgendetwas mit deinen Haaren. Und du? Ja, Lisa. Du bist 3 Wochen mit deiner Miete im Verzug. Habe ich die Miete für den Monat noch nicht gezahlt? Du bist 3 Wochen im Rückstand mit der Miete vom letzten Monat. Wie doch die Zeit vergeht. Ich gebe nachher gerade einen Scheck. Pa, wäre uns bedeutend lieber. Ein Schätzchen von einer Schwägerin. Da kommst du vorwärts zu Guantanamo. Dani! Also, was kommst du über fürs Auto? Du bist mein Brüderle. Nein, das wollte ich nicht. Ich habe deinen Klapp das ganze Wochenende gehabt, kann man es jetzt leisten. Wie meinst du das? Hast du nur einem von deinen Kumpel beim Zügeln geholfen? Habe ich das gesagt? In seine neue Wohnung? Das kann ich irgendwann später machen. Ich war in Gomo das Wochenende. In Gomo? Wieso? Mit meinem Van? Klar. Für was hast du meinen Van gebraucht, in Gomo? Für Zigaretten. Daniel. Du hast nichts Illegales gemacht, oder? Nein. Zöllner sind viel zu beschäftigt. Wir können sich nicht auch noch ein paar Ziege im Kofferraum von einem PW kümmern. Wie viel? Was auch nicht genau. Ungefähr. 40. Du bist wegen 40 Zigaretten mit meinem Van auf Goma. Also, nein. Also 40 was? Päckchen? Ja, also, nein. Was denn? Stangen? Karton. Wie viel sind in einem Karton? Was? Zigarettenpäckchen oder Stangen? Zigaretten? Wie viele Zigaretten sind in Päckchen, Stangen in diesen verdammten 40 Karton? Ja, warte mal. Jeden Karton hat Stangen, jeder Stange Päckchen, 20 ein Päckchen, 400.000 Zigaretten. Du hast 400.000 Zigaretten geschmuggelt? Alles für den Eigenbedarf. Bist du jetzt endlich endgültig übergeschnappt? Es ist wie ein Krämerinladen. Ein paar Mal den Kofferraum auf und zu und schon sind alle verkauft. Du bringst das Zeug sofort in deine Wohnung auf? Nein. Lass zu, Tommy. Jetzt ist es einmal an mir, dir einen Gefallen zu machen. Ihr habt jetzt gleich noch ein Mühe in den Stopf, oder? Also, ich gebe dir die Hälfte vom Gewinn als Miete für den Bär. Ich will nichts von deinem Gewinn. Willst du lieber eine Kiste Grappa? Ich will nichts von deinem Grappa. Du hast aber nicht jemanden. Du hast. Wie viele Kisten? Nur 6. Das Auto ist einfach zu klein. Freche Sieg. Lisa geht die Decke, wenn sie das erfährt. Du bringst die Bar schleunigst zu dir um. Big Brother? Medium Brother? Little Brother? Beide Brother machen das Radfahren. Lukas, du hast einen saublöden Moment erwischt. Die Chefin von der Adoptionsagentur ist auf dem Weg dahin. Ich weiss. Darum bin ich ja gekommen, um dir einen grossen Gefallen zu machen. Ich bin im Moment nicht scharf auf deinen Gefallen. Du wirst ihn lieben. Er wird ihn lieben? Nein, ganz sicher nicht. Also ich will ziemlich auf ihn stehen. Nein, der ist nur für den Big Brother. Ihr wollt doch ein eigenes Haus, oder? Lukas. Du wirst mich küssen dafür. Er wird mich küssen. Du wirst ihn küssen. Los, erzähl.
Wollen Lisa und du immer noch das Haus kaufen? Lukas, das Thema haben wir heute schon gehabt. Der Besitzer will das Vermögen. Jetzt bringen wir endlich deine Zigaretten über Ruhe. Zigaretten? Jetzt gehen wir fertig. Kein Problem. Kein Problem. Ich könnte so locker ein paar Karten verschuten. Und Grappa? Sowieso. Hallo! Wird es euch zwei vielleicht etwas ausmachen? Entschuldigung. Also, wegen dem Haus. Ich will gar nichts hören davon. Ich will, dass du mein Auto leer räumst und ich will, dass du verduftest. Nur kein Gefühl. Weiter. Was würdest du sagen, wenn ich dir erzähle, dass du das Haus für weniger als 800'000 bekommen könntest? Ich würde sagen, du hast in deinem Spital etwas zu lange am Formaldehyd geschnüffelt. Super, Tommy. Was ist Formaldehyd? Ich habe einen genialen Plan. Ich habe das schon mal gesagt. Ich will nicht noch mal in einen von deinen genialen Plänen involviert sein. Der ist tot, sicher. Ja, das hast du bei dem französischen Wein auch gesagt. Habe ich jetzt nicht etwa 500 Liter von dem Zeug in der Garage aus? Also komm, ich hätte nicht können wissen, dass Werdäger auf Französisch Essig heisst. Ich kann ja nicht immer Glück haben. Aber das mal. Look. Das sind Ausdrücke von Immobilienanzeigen. Sowieso. Alles Häuser, die hier im Quartier zum Verkauf stehen. Unter 1,2 Millionen kommt nichts Vernünftiges über. Ich weiss, darum lehnt der alte Stutziali unser Angebot ab. Und jetzt schauen wir mal das an. Schwalbenstrasse 12. 3 Schlafzimmer, 2 Bäder, eine neue Küche, anständiger Garten. Das nicht schlecht. Und jetzt schauen wir auf den Preis. Schwalbenstrasse bringt etwas. 730'000. Und was ist faul an dieser Sache? Nicht. Das ist doch der Hammer. Warte mal. Schwalbenstrasse, da war doch irgendetwas. Sowieso. Vor ein paar Jahren. Der Metzger von der Schwalbenstrasse. Genau. Ein junges Bärli hat dort ein Haus gekauft und im Garten lauter verschnetzelte Leichen gefunden. Es waren nur zwei Leichen. Aber in lauter Einzelteile. Da ein Stückchen und dort eins. Und man konnte sie identifizieren, wie sie schon vor zig Jahren verstümmelt worden sind. Und wer das gemacht hat? Moment. Die Lisa und ich wollen sicher nicht in so einem Haus wohnen. Nein, das war ja nur ein Beispiel. Das Bärli, das die jetzt verkaufen und den Preis, den sie verlangen, ist lächerlich. Wegen diesen grausamen Mörd. Darum bin ich auf die Idee gekommen. Was für eine Idee, Lukas? Hey, los, Thomas. Es ist jetzt wirklich mal an mir, dir einen Gefallen zu machen. Schließlich haben wir ja bald mal das Mühle mehr einzustopfen, oder? Das habe ich heute, glaube ich, schon mal gehört. Weiter. Okay. Ich arbeite doch im Unispital, oder? Also, ein paar Tage in der Woche habe ich Dienst im Kühlhaus. Da komme ich auch an Leichen an. An tote Körper? Du glaubst gar nicht, was die Studenten alles rumliegen lassen. Und das verbuddeln wir auch im Garten. Also, nächste Woche fängt es hier außen mit dem Wintergarten an. Sie pflügen den Sitzplatz, finden die Leiche. Oh, du mit Trost! Panik, Polizei! Der Preis vom Haus geht in den Keller runter. Und für das bisschen Geld kommen Lisa und du locker eine Hypothek über. Du meinst das ernst? Der meint das ernst? Die Idee ist verdammt gut. Sind wir eigentlich krank? Wir kriminellen Wahnsinnigen. Von wem habt ihr das? Ein Paps hat die Idee angefallen. Halt's Maul! Ihr zwei sind eine Schande für die ganze Familie. Ach komm, du hast früher das ein oder andere krumme Geschäft abgewickelt, hä? Ein Bazooka am Kiosk mitlaufen lassen und Leichen klauen ist, glaub ich, nicht ganz blöd. Los! Schau, dass du deine Zigaretten noch mit anders verstaust und dann machst du ganz einen langen Spaziergang. An Nordpol. Ist ja gut. Du, Luki, wo besorgst du das Formal die Hützig? Du sollst abfahren! Es tut mir leid, dass es dir nicht so gut geht. Schau, Luki. Ich weiss, du hast Lisa und mir noch helfen. Aber probier's das nächste Mal mit etwas, das nicht zwangsläufig einen längeren Aufenthalt zu Regensdorf nach sich zieht. Ich weiss gar nicht, was da könnte schief gehen. Aber ich. Du gehst jetzt zurück in dein Spital und ich rufe an, wenn es Neuigkeiten von unserem Baby gibt. Sowieso. Viel Glück.
Das wird sicher super, wenn ihr das kleine Baby da bei euch habt. Nur noch etwas. Ja? Was soll ich jetzt mit dem Toten machen? Toten? Die Leiche vom Spital. Die? Du meinst aber nicht jemanden? Du hast nicht wirklich einen mitgebracht. Das war der Plan. Es hat überhaupt nie einen Plan gegeben! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wie hast du den Körper denn zum Spital ausgebracht? Im Kofferraum von meinem Auto. Im Kofferraum von deinem Auto? In einem 110 Liter Güselsack. 110 Liter, klar. Sowieso, der Typ ist ja tot. Nur ein toter Körper. Nur ein toter... klar. Wo hast du dein Auto, Lukas? Vor eurem Haus, gerade hinter deinem weißen Van. Gerade hinter meinem weißen... Okay. Dein Auto ist vor unserem Haus, hinter meinem weißen Van. Und in deinem Kofferraum hat es einen 110 Liter Sack. Und in dem 110 Liter Sack hat es einen toten Körper, ja. Nein, das Auto ist vor dem Haus, aber der Sack mit dem Toten ist ja im Garten. Ich habe zuerst den Typ hintergebracht und dann das Auto führen. Jetzt können wir die Vorgehensweise besprechen. Bist du eigentlich total über den Ort? Ausgerechnet heute hier. Frau Rössler kommt doch da. Der Tote und ihn, ich adoptiere ein Baby. Ich habe dich noch nie so aggressiv erlebt. Musst du noch ein bisschen warten, dann erlebst du mich ja ganz anders. Der ist im Fall wirklich tot. Wenn du wegen dem Sorgen machst. Könnt ihr mir mal helfen? Was ist mit dem? Er hat meinen Plan nicht so geil gefunden. Der spinnt. Schlägt den Körper in meinen riesigen Güsselsack in meinen Garten. Ich erkläre ihm schon die längste Zeit, dass er tot ist. Ich weiss, dass er nicht tot ist, du Doppel. Der ist aber schon über ein Jahr tot. Die lagern es in einem grossen Kühlschrank. Ich will es nicht wissen, klar? Ich habe noch nie so aggressiv erlebt. Ja, sag nicht. Du meinst, der Aus ist ein richtiger Leich? Ja, also Einzelteile. Einzelteile? Ja, du weißt ja, wie sie Unispitäler zugeht. Nein, tut mir leid, Lukas. Meine Approbation ist mir leider vor 3 Monaten entzogen worden. Ehrlich, das habe ich gar nicht gewusst. Was ist Agglomeration? Vergiss es. Also, warum Einzelteile? Ja, ja, die studieren doch also verschiedene Fachgebiete. Heißt also Ohr und so? Genau. Herzspezialisten, Kniespezialisten. Und die müssen ja alle etwas üben. Macht Sinn. Darum schneiden sie die Toten auseinander und jeder kommt sein Teil über. Da ein bisschen Herz, dort ein bisschen Darm. Danke, ich kann mir's vorstellen. Du gehst jetzt zurück zu deinem Auto, nimmst deinen Toten, deine Einzelteile in deinem 110-Liter-Sack, bringst ihn zurück ins Spital und zahl sofort. Nein, das kann ich nicht. Und doch, das kannst du. Die meinen doch, ich hab's ins Krematorium gebracht. Krematorium? Am Montag ist Kadavertag. Kadaver? Hey, ja, wie Namenstag, Feierdienstag, muss ich denken. Dann bring ihn ins Krematorium. Im Krematorium meinen Sie, ich hab schon geliefert. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Ich habe statt der Leichenteile einen alten Teppich dort gebracht. Er ist ein Genie. Du nimmst jetzt deine verdammten Glimmstängel und verschwindest. Aber wenn er noch eine gute Idee hat. Er hat in seinem ganzen Leben noch nie eine gute Idee gehabt. Und du, schau, dass du deinen 110-Liter-Sack wieder los wirst. Jetzt. Und wie? Bringst du ihn in den Zorg ins Hagenholz?
So etwas nehmen Sie dort nicht. Wir müssen gründlich darüber nachdenken. Ich habe darüber nachgedacht, entsorgen. Warte mal, bevor wir uns mit dem Einteil im Garten beschäftigen, wieso klären wir nicht zuerst? Lass mal zu, du dumme Debile. Mit dem Einteil? Ja. Wenn der Einteil im Garten ist, wo ist dann der andere Teil? Also, der grösste Teil ist draussen im Güsselsack. Und den Rest habe ich mitgebracht, um es dir zu zeigen. Ich will das Zeug nicht. Was gibt's? Ein paar Mister mehr. Von was? Von der reichen Halle. So ähnlich hat uns Mami am Exakt gesagt. Die drei Musketnüsse. Von dort kommt fast eine neue seltsame Art von Humor. Warum bist du nicht am Arbeiten, Lukas? Ich habe nur schnell reingeschaut, um Sally zu sagen. Sally? Hast du noch nicht gesagt, dass um 10 Frau Rössler kommt? Frau wer? Frau Rössler von der Agentur. Mama! Und dir habe ich schon vorher gesagt, du sollst verduften. Alles klar, Frau Kommissar. Wir sind ein paar Schachtel aus dem Auto holen. Ich bin näher, wenn du Hilfe brauchst. Nicht nötig. Ich stelle dich geschwind ein. Und Lukas, du musst nicht warten, zum Ciao sagen. Ciao. Genau. Du hockst jetzt in dein Auto, nimmst deine Listerli, fährst hinter das Haus und sammelst den Rest von deiner Kollektion wieder ein. Aber ich habe doch gesagt, dass wir ein Leich nicht einfach so entsorgen kann. Dann käse ich in einen Glascontainer. Weißt du, bringt dich da drin? Verpiss dich! Und du hause mal! Schau, der Plan war, alles in deinem Garten zu vergraben. Also lass es uns doch einfach so machen. Es hat überhaupt nie einen Plan gegeben. Das wäre aber jetzt, glaube ich, sicherste. Verpiss dich! Ich will kein Leich in deinem Garten. Das wäre aber gut für die Rosen. Ich verpiss dich! Thomas! Los doch geschwind den Rest von meinem Plan. Er ist brillant. Ich habe genug gehört von deinem Plan. Ich will nicht, dass der Arbeiter, der nächste Woche wegen dem Wintergarten in meinem Garten um einen Graben reihenweise plötzlich am Herzstillstand sterbt. So schnell sind Handwerker nicht. Und ich will nicht wegen Mord eingelocht werden. Aber es wird dich ja gar nicht mehr verdächtigen. Will man nämlich den Leich... Na, bitte gut. ...die Militäruniform anlegen. Jahrgang 1940. Wir schneiden sie auseinander und verbuddeln sie zusammen mit den Einzelteilen. Und dann meint die Polizei, wenn er wieder ausbuddelt wird, er sei von einem Wahnsinnigen von 60 Jahren umgebracht worden. Er ist brillant. Von 60 Jahren? Meinen wir nicht, er wäre in der Zwischenzeit ganz ein bisschen kompostiert? Du bist dran, Lukas. Mit dem Salz und Zitronensaft drauf. Super! Marinierte Leichenstücke. Das beschleunigt den Verwesungsprozess. Ich glaube fast nicht, dass das mein kleiner Bruder ist. Ich schon. Es klappt. Ich habe es gesehen in einer Folge von Bulle von Tölz. Herzig. Sie ist am Fernsehen gekommen. Du wirst sehen, die Polizei meint, sie sei in den 40er Jahren ermordet worden. Oder sie meint, ich sei ein wahnsinniger Mörder, der kostümierte Leichen an einer Salatsauce verscharrt. Zum letzten Mal! Zum letzten Mal! Wollte ich euch Danke sagen. Danke, Lukas. Danke, Danny. Danny, ja. Danke für euren guten Wunsch. Und wir lassen es uns durch den Kopf gehen, ob wir unser Baby nach euch taufen wollen. Garantiert sicher nicht. Nicht, wenn es ein Mädchen ist. Das habe ich doch erklärt, oder? Danke, Lukas, fürs Reinschauen. Thomas ruft an, wenn es etwas Neues gibt. Nein, warte, ich habe jetzt noch nicht da. Falsch, er kann. Ich mache ein paar Fruchtöpfe für Frau Rössler. Nein! Sag mal! Das
sind meine Säcke. Was? Das sind meine Säcke. Und ich will's wieder. Mach doch jetzt kein Seil. Meine Säcke. Entschuldigung, das sind meine Säcke. Ich glaube nicht, dass das hin und her zu gut ist für dich. Du bist ruhig. Natürlich. Was zum Teufel ist eigentlich mit dir los? Ich habe die Sachen gerade beim Kopf von Frau Rössler gekauft. Migro. Was? Migro! Das sind deine Kopf! Das sind meine Migro! Wann bist du denn Migro gesehen? Du bist doch gar nicht zum Haus aus. Sie haben es heimgeliefert. Sie haben es heimgeliefert. Liefert Migro heim? Ja, wenn wir es ganz nett fragen, schon. Und was haben sie gebracht? Mistüli. Überraschung. Von der Migra. Für Frau Rössler. Für Frau Rössler? Ja, weißt, ich habe gedacht, du schaust für Blumen und das Wenigste, was ich kann besorgen ist da rein. Und das wäre? Überraschung. Lass mal zu, das Treffen mit der Frau Rössler muss absolut perfekt ablaufen. Ich will keine Überraschungen. Also, was hast du für sie besorgt? Nein! Ja, sag mal! Lisa, Schatzli. Das ist eine Rössler-Überraschung. Wenn du die Überraschung erlebst, wo bleibt dann die Überraschung für Frau Rössler? Wenn du nicht augenblicklich ruhig bist, gibt dir eine dort hin, wo es dir am meisten wehtut. Hast du begriffen? Gut, dann werden wir doch mal schauen. Nein, nein, bisschen gut. Lisa! Was soll das? Ich kann alles erklären. Das soll ein Geschenk für Frau Rössler sein? Vielleicht steht es auf so etwas. Du schenkst Frau Rössler ein paar Zitronen? Ja! Das war Dani seine Idee. Also eigentlich Lukas hin. Ihr wollt ein Netz mit Zitronen schenken? Ja. Wieso? Wir haben die Idee gehabt, Zitronenwasser zu machen. Für Frau Rössler. Kleine Aufmerksamkeit. Kleine Aufmerksamkeit. Zitronenwasser. Alte Pickelfamilientradition. Ich weiß gar nicht mehr, wer mit dem angefangen hat. Der Grosspapi. Der Grosspapi, der Urgrosspapi. Der Ururgrosspapi. Der Ururpapi. Und Salz? Das für den Toti. Drei Löffel Salz und das Gesöff weg, Toti. Genau. Da sind meine Säckchen. Warum haben Sie deine blöde Kartonschachtel zu unserem Auto aus und dann verschwindet? Alles klar. Ich packe schnell die Sachen aus. Ich bin hinter Frau Rössler den Kaffee im Esszimmer. Macht einen besseren Eindruck. Soll ich zusammen? Was zum Teufel machst du in meiner Küche? Durchkriechen. Und was ist da drin? Etwas für den Thomas. So, wenn ich eure Sippschaft kenne, vermutlich Orangen. Orangen? Denk, ein Rezept von der Grosstante. Was hat die Spezialgeschnetzelte in meinem Wohnzimmer zu? Ja, also, im Garten bin ich auf ein Problem gestoßen. Was für ein verfluchtes Problem? Da aussen ist ein Handwerker. Was? Er muss etwas messen wegen dem Wintergarten. Der Herr Lüthi? Er ist neben dem Güsselsack geguckt und hat eine Ziege geraucht. Hey, vielleicht kauft man den paar Stangen ab. Bist ruhig. Ich hab gedacht, sie ist am Geschichten. Lukas, vergiss den Lüthi aus. Du nimmst jetzt sein Zeug und verschwindest in Sagenholz. Und dann kommst du mir mindestens ein halbes Jahr nicht mehr unter die Augen. Und du, rum deine Zigaretten und den Grappa in deine Wohnung rauf und komm die längste Zeit nicht mehr runter. Ich hab ihn noch nie so aggressiv gesehen. Hauet ab! Zitronenwasser machen wir in dem Fall nicht. Wenn wir es anders machen. Und wenn du je wieder so einen genialen Plan solltest haben, Lukas, dann bist du gut. Oh.
Kasse, Stank! Schnell in die Kasse! Wahrscheinlich ist sie im Kofferraum ein bisschen heiß geworden. Ja, dir wird es jetzt auch heiß. So was? Was macht ihr denn da? Nur ein kurzes Gespräch mit dem Lukas. Der Lügenstoss und Zeit, sie können erst am Dienstag anfangen. Kein Problem. Und Lukas, ich will, dass du verschwunden bist, bevor du. Oh, was stinkt denn da? Stinken? Ja, ganz plötzlich habe ich sie in der Nase gehabt. Ah, du meinst den süßlichen Geruch? Süßlich? Das kommt sicher zum Lukas im kalben Gössensack aus. Nein. Irgendetwas dort drin ist über. Nein. Zeig dir mal. Nein! Jetzt mach keine Szene, bitte. Was? Mach doch keine Szene. Das war der Lukas. Was war? Der Nief war der Lukas. Der Gestank und. Ja! Hallo, hallo, warte mal! Das muss dir doch nicht peinlich sein, Lukas! Hä? Über das haben wir eben geredet. Er kann nichts machen. Der arme Znacht hat wieder die nervöse Magengeschichte. Es kommt ganz plötzlich. Ohne Vorwarnung. Der Doktor meint, das sei eine periodisch auftretende Periode. Du kommst gleich wieder einmal. Sali, Lisa. Hast du deine Schachtel endlich los? Bin dran. Dann gib ein bisschen Gas. Ich sag den Leuten, dass er am Dienstag anfangen kann. Und Lukas, es tut mir wirklich leid mit deiner Sache da, aber ich habe den Gestank nicht gebraucht, wenn Frau Rössler kommt. Geh jetzt zurück ins Spital. Und wenn du schon dort bist, besorgt einen Termin bei einem Magen-Darm-Spezialist. Das war also nicht wahnsinnig nett von dir. Du bist ruhig, wir haben ein Problem. Eins nach dem anderen, du und dein Zeug ist auch geholt. Muss dir etwas sagen? Du bist ruhig. Ich kann aber nicht in die Küche, wenn Lisa drin ist. Das weiss ich, du nimmst Feister. Hey, warte mal, der ist jetzt viel schwerer wie vorher und Zelt steht auf der anderen Seite. Ist ja gut. Hau ab und hol Garretten, bring Garretten zum Feister, lass ihn 110 Liter Sack in Garretten, fahr Garretten durch den Garten zum Garten gehen, lass ihn 110 Liter Sack in den Kofferraum und hau ab, ich sag Holz! Würdest du mir gerade zulassen? Nein, ich hab lang genug zugelassen. Da! Jetzt ist mir wohler. Das ist gut. Du hast noch nicht Besuch für dich. Was? Hab ich nicht jemanden gefressen? Nein! Ich kann es dir ja erzählen. Ich bin raus, um einen von diesen Karton aus dem Auto holen. Ja. Und mitten unter all den Zigaretten und dem Grappa. Ja. Du hast zwei illegale Asylanten hinten in deinem Auto. Geschlüpft sie, als ich zu Gomi mit dem Kaffee war. Eine alte Frau und eine jüngere. Sie wollen nicht rauskommen. Haben das ein Schiss? Die suchen doch einen Unterschlupf. Ja, dann haben sie doch hier einen gefunden. Die alte hat für das da gerne Adresse und die Telefonnummer irgendjemandem zu schlieren. Ich finde die Garette nicht. Sollte es der glücklichste Tag von meinem Leben sein? Du schaffst das schon, Big Brother. Ich schaff das schon? Ja? Ich schaffe deine Schmugglerwarze zum Weg aus und seine geschnetzelte Kuttle im Güsselsack aus. Nein, das machst du. Du rufst jetzt nämlich der Polizei an. Ja. Was ist passiert? Das kann er sagen, du Leichengenie. Dein Kollege, das Zigarettengenie, hat uns zwei illegale Einwanderer angeschleift. Wenn die Gomme irgendwie reingeschlichen sind. Genial, die können wir helfen tragen. Es sind Illegale und sie werden den zuständigen Behörden übergeben. Und was ist mit mir und der Wagenladung Zigaretten? Du kassierst eine kleine Puste, das ist alles. Nein, warte mal, Thomas, ich habe einen Plan. Ich will keinen von euch absolut beknackten Plan. Wir gehören mit der Polizei an. Aber Polizei ist nicht die beste Option in Anbetracht von deiner Situation. Leute, was soll das heißen in Anbetracht von meiner Situation? Ja, so. Ich bin mit deinem Auto gefahren, oder? Der Van, der beschlagnahmt. Du kommst eine saftige Busse über und wirst verhört.
Und es ist ja nicht gerade der geeignetste Moment, dass da innen Polizisten umeinander schnüffeln, oder? Ich meine, wir müssen es Lisa sagen. Eure Adoptionstante ist auf dem Weg und du hast immer noch so einen Güsselsack am Hals. Wie sieht dein Plan aus? Brav, Big Brown! Also, wir rufen dieser Nummer die Schlieren an und sagen, dass wir ihre zwei Illegalen da haben. Sie sollen bitte sofort kommen und abholen. Und wenn sie da sind, kassieren wir eine kleine Provision. Ich will keine kleine Provision. Genau, wir werden grosse. Du hältst dich da raus. Ich hol das Handy. Und du holst Karette. Ich habe dir doch gesagt, ich finde sie nicht. Hast du in der Garage geschaut? Nein. Dann machst du dumm. Nein! Was? Von der Garage. Das alles gibt einem das Gefühl von... Was willst du denn für einen Stuss? Ja, sie ist gerade so zum Rausbrochen. Was ist denn mit dir los? Ich bin wahrscheinlich ein bisschen nervös. Wegen der Adoption. Ich übernehme ja schließlich sehr schmal die Verantwortung für so ein kleines Verwesen. Für so ein kleines Wesen. Und warum ist der immer noch da? Entschuldigung. Bringt der Lukas den Gesetzen Franz zu uns? Ja. Nein! Wäre schön blöd, oder? Das sind alte Sachen. Kleider, die er schon lange nicht mehr angehört und so. Er hat gedacht, es könnte etwas für mich dabei sein. Du hast einen Kasten voll Zeug, den du nie anlässt. Hast recht. Geben wir es der Caritas. Ja, wirklich. Bringen raus, bevor die Verlösung kommt. Natürlich. Und stellen Sie ins Esszimmer. Natürlich. Ich muss die Fruchtörtchen fertig machen. Natürlich. Sind deine halbschen Brüder endlich fort? Oh ja, und ihr kommt dann nicht mehr. Thomas! Entschuldigung, Schätzchen, falsches Zimmer. Wenn der sich noch blickt, wenn Frau Rössler da ist, dann kann er nachher im Kirchenchor Sopranstimme singen. Thomas! Der Polizist latscht um dein Auto rum. Was? Er schreibt gerade deine Nummern auf. Oh, verdammt! Polizia, 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 Polizia. Was zum Teufel soll das? Kein Platz. Polizia, Polizia, ogni nastrage. Polizia, Polizia, mogolise secreti uso. Hey! Komm zurück, du freche Gumsle! Der Zucker, schnell! Bevor die Lisa rauskommt, bring die zu dir Ruhe. Wird immer besser. Oh nein! Was machst du jetzt da? Probieren Lukas sein Zeug loszuwerden. Schon passiert, Huren einfach. Zurück mit dir in die Küche. Ist das Frau Rössler an der Tür? An der Tür? Es hat doch vorhin geläutet. Ich habe nichts gehört. Jetzt habe ich etwas gehört. Die ist 20 Minuten zu früh. Lass sie rein, ich mach mir noch schnell ein bisschen zu Weg. Nein! Mach du die Fruchttötchen fertig, ich übernehme die Frau Rössler. Bring sie ins Esszimmer und gib mir 5 Minuten. Lieber 10 musst du noch ein bisschen zu Weg machen. Sie ist richtig fertig aus, sag mal eine Viertelstunde. Gefahrenzonen sollen stets kindersicher abgeschlossen werden. Ich spreche nicht Chinesisch, du bleibst da drin. Telefonierati, Schlieren. Titi, Schlieren, telefonierati. Hallo, hallo, Schlieren. Schlieren. Telefonieren. Hallo, hallo. Adi, adi. Die Fahrenzonen sollen stets kindersicher abgeschlossen. Ist alles in Ordnung? Ja, wieso denn nicht? Guten Tag. Ja, guten Tag. Halt die Mann, Stadtpolizei. Ja, es ist ziemlich lang gegangen, bis sie aufgemacht haben.
habe schon fast befürchtet, dass die zwei Leute. Es sind doch vorher gerade zwei Personen in ihr Haus gestürmt. Zwei Personen? Schauen Sie sich angehalten, um den Van vor Ihrem Haus zu überprüfen. Mein Van, ja. Die Hecktür steht sperrangelweit offen. Danke, dass Sie Bescheid gesagt haben. Ich kümmere mich darum. Und im Van innen sind ganze Haufen Schachteln. Schachteln? Ja, meine Schachteln. Ja, und weil das Fahrzeug unbeaufsichtigt war, habe ich gedacht, ich will die Daten von dem Van überprüfen. Sehr umsichtig. Als ich beim Nummernkontrollieren vor dem Fahrzeug gestanden bin, habe ich zwei Personen gesehen. Eine jüngere Frau und eine alte. Die sind hinten zum Auto ausgekeibt und zu ihrer Haustür geschossen. Eine jüngere. Und eine alte. Ja, meine Frau. Und Tante Berti. Ihre Frau? Ja, und liebe Tante Berti, sie machen uns einen Besuch. Also, meine Frau wohnt natürlich da. Tante Berti macht so eine Art Ferien. Und was genau haben Ihre Frau und Ihre Tante? Berti, ja, ich weiss, was Sie fragen wollen. Was genau haben meine Frau und Tante Berti hinten in meinem Auto gemacht? So ist es. Haben unsere Busle gesucht. Die haut immer ab. Macht meine Frau völlig fertig. Ohne ihr Muscheli fehlt ihr einfach etwas. Aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Sie ist auf einem Baum gehockt und hat mit dem Kater von den Nachbarn geflirtet. Also nicht meine Frau, Katz. Wäre so schnell etwas, ein Polizist, es ist ein bisschen hektisch bei uns heute Morgen. Nein, ich glaube, das wäre es im Moment. Aber wenn ich Sie wäre, würde ich das Auto abschließen. Definitiv, danke für alles. Oh. Hey, Thomas! Jetzt machen wir mal Fersen mit deinen Fruchtarten! Wenn man sie nicht einspielt, wird sie nie fertig. Deine Frau und Tante Berti. Brillant! Thomas, grüne Wagen, du! Sie klemmt, ich suche etwas, um sie aufzubrechen! Pure Brillant! Halt's Maul! Weißt du, sie nur noch verschlieren? Später! Bring die Alte zu dir auf, bevor sie die Lisa sieht! Das ist übrigens ihre Grossmutter. Faszinierend, was man mit ein bisschen Zeichensprache alles checken kann. Die haben eine furchtbare Zeit gehabt. Grauenhaft. Die ganze Familie. Sie haben alles erklärt, verstehst du? Der Alte, ihre Tochter, wo die Mutter der Jüngeren da oben ist, was die zu ihrer Großmutter macht. Also, ihre Mama ist vor Jahren aus Kroatien geflüchtet. Zusammen mit zwei anderen Töchtern. Ihre Ehemann ist grausam ermordet worden. Also nicht ihre Ehemann, sondern der Ehemann von der Mama. Der Ehemann von der Tochter von der Alten. Sie, die Mama, jetzt Oma, und sie da oben sind jetzt auch abgehauen. Furchtbare Reise. 8 Tage. Und heute, dank uns, werden sie wieder vereint mit der Mama und den beiden Töchtern. Ich glaube nicht alles zu checken. Der Alte, ihre Tochter, wo die Mutter... Fertig, Dimitri! Aber ich hab das Rette! Halt's Maul! Was ist denn los da innen? Es dauert nicht mehr lang! So, raus da! Moja Unuka! Jeje, Moja Unuka! Ja, danke, gleichfalls. Moja Unuka! Jeje, Moja Unuka! Meine Frau ist in der Küche! Wart! Überlass das dem Dolmetscher. Wenn Sie wissen, wo Ihre hübsche Enkeltochter ist. Da haben wir ja auch noch gewonnen. Der absolute Wahnsinn. Geduld, Thomas. Denkst du, was sie alles durchgemacht hat?
Ihre hübsche Enkeltochter ist da oben mit mir. Wer ist um mir? Ihre Enkeltochter da oben mit mir im Schlafzimmer. Hoia Hunuka! Gore, Stobom! Stobom! Jetzt heißt es! Jetzt heißt es! Sie, ich, Schlafzimmer. Svinja Jetna! Die Gore ist Moja Hunuka! Katharina, sag doch mal, Katharina! Kleines Missverständnis. Jelitetta Svinja! Jetzt sie schon wieder einen Anfall. Sag ihr, dass ich ein netter Mann bin. Und je pristojan, Człowiek. Und nama pomaže. Und je pristojan. Und je pristojan? Da, wirno pristojan. Oh, mein Jesus! Schon recht, schon recht. Wenn ihr Jacko schau. Schon recht. Aber haben wir gerade die Türen auf? Ich muss Lisa zum Haus auslotsen, dass wir das da erledigen können. Brillant. Schnell, bring die zu dir Uhr. Und wir läuten mit Schlieren an. Später zuerst mit dir zum Weg aus. Also, upsiga. Also, was du pomoc? Schau mir. Jacko, mir schau. Könntest du das für sie erledigen? Na, ich lasse nicht rasumieren, der Malam-Palajer. Und sie sollen ruhig sein! Ich renn jetzt, ich mach die Tür nicht! Entschuldigung, Schatz, das hast du mir erwartet. Ich hab meint, sich Land? Nein, nein. Nur abgeschlossen. Und ist es Travesse vorher? Nein. Aber ihre Sekretärin? Ihre Sekretärin? Sie ist nicht lang geblieben. Hat eine furchtbare Leitung. Eine Änderung im Ablauf. Das Treffen ist jetzt in der Agentur. In der Agentur? Offenbar gibt es eine richtige Waisenschwemme aus dem fernen Osten. Der Heuschnupper. Frau Rössler muss sich um alle Adoptionen kümmern. Darum sollen wir nicht hinkommen. Also zuerst mal du. So stellt sich Frau Rössler das vor, hat mir ihre Sekretärin gesagt. Zuerst die zukünftige Mutter und dann der zukünftige Vater. Macht Sinn. Warum haben Sie das nicht früher gesagt? Hey, ja, stell dir mal vor, du hättest plötzlich 500 Chinesen am Hals. Sie erwartet dich am 10. Ich bin am 11. dran, muss ich machen. Du weißt, wo die Agentur ist. Am besten nimmst du ein Taxi. Mir ist schlecht. Ein kleines Spritzfädchen mit dem Taxi wird dir gut tun. Und die Fruchtfädchen? Hä? Die behalten wir fürs Baby. Tschüss, Schatz. Gehst du Frau Rössler einen Schmutz von mir? Du bist total über. Aber ich hätte dich gern. Ich dich auch. Und wir? Wir adoptieren das Baby. Wir adoptieren das Baby. Wir adoptieren das Baby. Wir adoptieren das Baby. Wir adoptieren das. Scheiße. 500 Chinesen. Brillant. Du verdienst schon Medaille. Bis ruhig und kommt runter. Super. Ja, bis Lisa in einer Verrückte von der Agentur zurückkommt. Ich sagte, der Big Brother hat sich mit selber getroffen. Bis ruhig und gib mir dein Handy. Wir müssen die zwei Damen zu deiner Wohnung ausbringen. Was machen denn die dort oben? Er hat es zu einem Käferli geladen. Hi. Das ist jetzt aber wirklich ein netter Zug von dir dann. Bis ruhig. Die Alte ist zum Geissen und ihre Enkelin ziemlich heiß. Bin gespannt. Hallo! Hast du Karetin jetzt gefunden? Gutchen ist angespannt. Also, dann bring den Gieselsack in deinen alten Fort, bevor die Frau Rössler da ist und verschwinde ins Hagenholz. Sowieso. Wo ist er? Wer, der Fort? Nein, der Gieselsack. Der ist vor dem Feister, Lukas. Nein, ist er nicht. Ich habe ihn gerade vor ich da zum Feister ausgerührt. Er ist aber nicht dort. Was hast du mit dieser Leiche gemacht, Lukas? Nichts, ehrlich. Ich bin runter in die Garage, habe Karette geholt, bin wieder zurückgekommen, habe ein bisschen mit dem Herrn Lüthi geredet. Der Herr Lüthi? Der Herr Lüthi? Das ist euer Bodenname. Das weiss ich. Was ist mit dem? Er fährt gerade ab. Und was hat das mit dem Güsselsack zu tun? Er bringt den Caritas am Bahnhof Wiedeke. Ich habe nicht gemerkt, dass das der war mit dem Arm vom Unispital. Ich habe gemeint, er sei immer noch da rein. Lisa hat die Leute zufällig gesehen beim Zusammenrummen und ihn gefragt,
über diesen Sack nicht würde ich mitnehmen, zum Secondhand-Laden. Es sei ja auf dem Weg. Irgend so ein Idiot hätte Lisa wahrscheinlich angegeben, da seien alte Kleider drin. Du hast recht. Und zwar der Idiot. Weil der Idiot aus einer ganzen Familie von Idioten stammt. Und haust ab in den Caritas-Laden, bevor der Leute geht ist. Und du gibst mir dein Handy. Was um alles in der Welt? Das ist der Oma. Sie spielt darum beten. Oh nein! Enkelin hat was erzählt. Ihre Großmutter war Bandleiderin bei einer Blaskapelle. In jungen Jahren sind sie scheinbar ein Star in jeder Abendunterhaltung. Faszinierend. Ich glaube, für das wir das erzählen wollen. Das oder dass ihre Großmutter zu Kroatien die Tramschaufhäuser war? Ich tippe auf Tramschaufhäuser. Paco, lässt du mich stimmen? Sibylle! Paco! Heaven. La la heaven, la 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 la. Die ist doch voll. Ja, ich habe dem alten Mädchen von meinem Grappa angeboten. Trottel. Hey, das war ja das Mindeste. Wenn ich ihre Enkelin richtig verstanden habe, hat sie ihren letzten Schnaps 1997 gehabt. Nein. Das hat er gar nicht gesagt, sie hat es erklärt. Das ist die Nummer von ihrer Mutter. Ihre Tochter, es ist mir scheisse gleich, wenn sie meine Nummer das ist. Hauptsache, sie können sich abholen. Mir läutet die Mama an. Und so wie Mama, muy drago cerco ti esoves. Ist doch nett, oder? Es läutet. Jetzt sind dann gleich Schlieren. Schlieren, la la, Schlieren, la 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 la. Sie ist doch lustig, oder? Zum Todlachen. Hallo, wer ist da bitte? Nein, Sie müssen Deutsch mit mir sprechen. Nein, Sie müssen. Die verstehen, das kommt der Welsch wahrscheinlich besser, ist eine Frau dran. Hallo? Mama? Mama! Yes, I little tea! Mama! Mama! Das ist Albanisch oder so und heißt Mama. Da, Miss Mo in Zürich? Das heißt, Sie sind auf Zürich gekommen. Da, nein, Baga, ja, obje. Ja, ich will Baga. Da, Baka vam šalje poljubce. Das heißt, ich schicke Küssli. Oh, Mama, Mama, ja te volim, ti mi fališ. Ne mogu vjerovati da ćemo se uskoro vidjeti, da ću ostati s tobom. Jetzt han ich glaub den Vater verloren. Ilo mi je tako dugo. I već sam pomislila da te nikad više neću vidjeti, draga mama. Draga moja, ja sam tako sretna. Popila sam rakiju, pa sam se napila. Das heißt, sie ist ein bisschen angesoffen, ich weiß. Da, da, ja immer mich heute drum, oder? Ne mogu vjerovati da ćemo se nakon toliko godina opet vidjeti. Sunce moje, zlato moje. Jetzt hat sie es total verbessert. Das ist ein wahnsinnig emotionaler Moment in ihrem Leben. Hallo, Mama. Das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen. Sie sprechen jetzt mit Dani. Ich bin Dani, ja. Los zu, Mama. Ihr seid in Schlieren? Schlieren, ja. Habt ihr Auto? Auto! Brumm, 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 brumm. Automobil, Vignette, Strafzettel, Pannendrüeg, brumm, 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 brumm. Wenn Sie Probleme haben, rufen Sie mir einfach aufs Handy an. 076 652 2507. 07, ja, jetzt hast du es. Und sollte ich aus irgendeinem Grund... Jetzt gib mir die Hurenadresse. Ja, ist ja gut. Entschuldigung, Mama, mein Bruder hat uns unterbrochen. Wir wohnen in Zürich, Friesenberg. Am besten fahrt ihr überall bis Rieden. Nicht die Badener Straße. Und wenn ihr dann am Kreis. Hier ist unsere Adresse, du kommen jetzt. Feldblumenstraße 77 80 37 Zürich.
80 37 Zürich. Genau, jetzt hast du es. Abholen. Da, pronto. Ich kann auf Zürich fahren. Qualla, lieber. Spart dir das für die Schlieren, mein Kind. Auf eine Tafel, beide. Rega, Sie werden Chester Nessi Nesto sein, yes? Oh ja, sorry, ganz vergessen. Da hinten ist Küche. Ah, Cucinha. Vergiss Cucinha. Cucinha, oh Cucinha, Cucinha. Fertig jetzt. Bring den weiblichen Louis Armstrong über rauf und sperre ihn ein. Louis Armstrong? Hallo, Schlirano. Bring die gestörte über rauf, sie gehen mir total auf den Wecker. Hallo, komm, Grossmütti. Grossmütti? Gimili! Hallo! Das sind die Frau Rössler, ihre Fruchtdörfchen! Ist so gut, lass es der Lukas sein. Pickel? Lukas, bist du rechtzeitig gekommen? Was? Was heisst, du hast es mit dem Herrn Lüthi ausdiskutiert? Du hast ihm gesagt, was in diesen Säcken ist. Es interessiert mich nicht, was der Lüthi für Kontakt hat. Jetzt hör's mal zu, du Dominus! Nein, jetzt bist ruhig! Du fährst jetzt ins Hagenholz. Wag sie ja nicht. Ich wollte nicht mehr deinen im Haus haben. Verpiss dich! Es bleibt dabei, du machst verdammt nochmal jetzt einfach das, was ich dir sage, und zwar jetzt. Und zwar jetzt, es bleibt dabei. Dann ins Hagen ins Holz. Genießt die frische Luft im Wald. Aber dein kleine Hündli wollte ich nicht mehr sehen in meinem Haus. Hast du mich verstanden? Dein kleine Hündli. Der Stinker. Macht überall hin. Also, ich muss jetzt schön sagen, du machst mit dem kleinen Stinktier einen Spaziergang. Tschüss, tschüss. Familie. Was kann ich für Sie tun, Herr Polizist? Ja, es tut mir leid, dass ich Sie störe, aber ich habe vergessen, Ihre Frau und Sie etwas zu fragen. Ja, also, Sie können mich fragen. Meine Frau ist nicht da. Jetzt ist sie doch da. Vor einer Sekunde nicht, weil sie ist nicht drin gewesen. Aber jetzt ist sie da, alles Paletti. Und was ist jetzt gegangen? Ich habe vergessen, Ihren Namen aufzuschreiben für den Rapport. Thomas Bickel. Die Adresse habe ich ja schon, Herr Bickel. Entschuldigung. Wie ist Ihr Vorname, Frau Bickel? Ihr Vorname, Frau Bickel? Ihr Vorname. Meine Frau kann nicht Deutsch. Ihr Vorname ist Adriatica. Adriatica. Adriatica Armenia. Adriatica, Armenia, Bickel. Wie ungewöhnlich, gell, Sie? Hat sie in der Ferien kennengelernt? Sie war Skilehrerin. Zu Danzig. Das hat sich geweigert, Deutsch zu lernen, als habe ich mich geweigert, Ski zu fahren. Aber sonst haben wir es irrsinnig miteinander. Jetzt schau doch nicht so verschreckt, Adriatica. Adriatica? Ja, Adriatica Armenia. Mein kleines Fräulein von Gdanski. Ist ein lieber Polizist. Nicht böse. Ratatata. Ich glaube, Sie sollten jetzt gar meine Adriatica. Ist ein bisschen zunder, ob Sie heute Morgen. Sie hat auch noch meine Neuigkeiten bekommen. Was hat es denn gegeben? Mitrost. Meine Schwiegermutter ist gestorben. Oh, das tut mir aber leid, Frau Bickel. Uns allen tut's leid. Der Polizist sagt, nein, tut's gehen. Mach's gehen. Tut's gehen. Ist es plötzlich gekommen? Heute Morgen plötzlich aus. Mach's gehen. Tut's gehen. Wie
ist denn Ihre Schwiegermutter? Vom Bus überfahren am Milchbuch. Das ist ja furchtbar. Ja. Sie sollten jetzt kein Gatski-Bitzki. Ja, ich glaube, das sollte. Übrigens, die Hecktüre von Ihrem Auto ist immer noch offen. Sie sollten wirklich vorsichtiger sein. Du kannst auf uns niemandem mit trauen. Ja, in dem Fall, guten Tag. Mein Beileidski. Das haben Sie sehr schön gesagt. Der Papst wäre stolz gewesen auf dich. Schließ mein Auto ab, bevor der Zucker in deinen halben Schachteln umschnüffelt. Gute Idee. Ich komme wieder. Was zum Teufel? Ich weiß, was du gesagt hast, Thomas, aber der Leute hat den genialsten Plan. Das Zeug soll zur Verbrennung ins Hagenholz. Also, in die Garretten. 1, 2, 3. Also, 1, 2, 3. Thomas! Steigt jemand zum Auto aus? Was? Wer? Könnte ja eure Frau Rössler sein? Hure Sie! Halt sie auf, wenigstens ein paar Minuten. Wie? Erzählst du einen Witz? Okay, erzähl dir den von den Nonnen und dem Velofahrer. Du und Grossler überrufen, bis eure Mami von Schlieren da ist. Schlieren, Schlieren, I want to be a... Schleich sie Ruhe! Papa! Eins, zwei, drei! Die Funke Humor. Ich weiß nicht! Weg, stand da! Rössler, mein Name. Morgen miteinander. Der Bruch. Ganz nett, gerne, Sie Thomas Pickel. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie wahnsinnig aufgeregt meine Frau und ich sind. Das ist so ein glücklicher Moment in unserem Leben. Wenn Sie vielleicht kurz im Esszimmer warten würden. Ich hole einen neuen Güsselsack. Braucht einen neuen Güsselsack? Güssel und andere Sex sollten wegen der Erstickungsgefahr immer aus der Reichweite von Babys und Kleinkind aufbewahrt werden. Das sieht aus wie alles Paletti. Ich bringe sie ins Esszimmer. Bei uns geht eben alles Hand in Hand. Wenn Sie vielleicht jetzt im Esszimmer wieder... Herr Bickel, Frau Rössler. Sind das oder sind das nicht? Zitronen! Hey! Also vielleicht nehmen Sie mal einen Moment Platz von Ihnen und überlegen sich alle Fragen, die Sie mir stellen wollen. Wir wären wunderbare Eltern. Ich wäre ein fantastischer Vater. Herr Bickel. Frau Rössler. Was machen menschliche Überreste in Ihrem Wohnzimmer? Ah, das macht er kommen. Nein, das sind Imitationen. Imitationen? Sehr gut gemachte Kopien für Probe. Probe? Okay, Jungs, machen wir mal eine Pause. Vielleicht ganz ein bisschen übertrieben. Was proben die denn ums Himmels Willen? Sie proben eine Doku-Sitcom-Soap.
Eine Doku was? Präzise, eine super neue Idee. Ja, und für was die Kopie von Körperteilen und der unangenehme Geruch? Ah, der Geruch! Ist das nicht clever, hä? Eine Mischung aus Formaldehyd, Pestizid und Suizid. Formaldehyd, Pestizid und wirklich noch unglaublich echt, finden Sie nicht? Aber was für eine Art Fernsehsendung? Ja! Ah. Die absolut innovative Idee von dem Sendekonzept ist Schiller. Schiller? Ja. Schiller, Goethe, Lessing, Messing. Die vom Tele Zürich, die Doku Sitcom Soapia produzieren, haben gefunden, es sei mal an der Zeit, in den ganzen Unterhaltungsschwachsinn eine Spur Kultur reinzubringen. Ah ja. Ja, ja. Also, die Idee ist, dass eine ganz normale Familie ein Stück vom Schiller aufführt, kein Profi-Schauspieler, selber Regie führen, ein Stück auswählen. Ich habe das Gefühl, das könnte neu einschlagen. Ja, dann gehören die auch zu ihrer Familie. Zu meiner ganz entfernten Familie, ja. Und welchen Schiller haben Sie sich ausgesucht? Der Friedrich ist der Beste. Also, ich meine, welches Stück? Wilhelm Tell. Ja, neuliegend. Haben wir auch gefunden. Meine Tante hätte zwar lieber Marias Duar genommen, aber sie hat sich einfach nicht wollen lassen köpfen. Und was sollen denn die blutigen Körperteile? Ja. Wir haben halt gedacht, wir wollen im Wilhelm Tell auch noch die Schlacht am Morgarten einbauen. Und die alte Frau in der Garette? Eben meine Tante, die Tante Berti. Ist ein bisschen eine Rampensau, gell? Wo genau kommt so eine Figur vor im Wilhelm Tell? Sie spielt die Schwester von Wilhelm, das Klärli Tell. Die Tante Berti hat gemeint, das Stück könne ruhig ein bisschen aufgepeppt werden. Mit Musik und Tanzen und so. Gessler-Zwilling. Oder Rossini. Also, wenn Sie da eine Fernsehsendung vorbereiten, dann sollten wir unser Meeting glaub besser auf später verschieben. Nein! Die vom Fernsehen wollen das alles so normal wie möglich weiterlaufen. Warten Sie doch im Esszimmer. Ich hole einen Kaffee. Entschuldigen Sie bitte. Hallo? Ja, hallo, Schatz, ist meine Frau. Ihre Frau? Du bist in der Frau Rössler in dem Büro. Sie ist in ihrem Büro. In meinem Büro? Nein, Schatz, das Treffen ist da. Sie haben nicht wollen hören, hat Steve vom Fest behauptet, das Treffen sei... Nein, die Sekretärin hat absolut recht. Das Treffen ist da bei uns. Sie hat alles durcheinander gebracht. Ja, wir freuen uns, auch dich zu sehen. Alles Paletti da. Tschüss, Schatz! Und wir trinken ein Tasschen Kaffee und fangen schon mal an. Wie wär's? Ich kann die Befragung unmöglich ohne Frau Bickel ihre Frau anfangen. Sie hat höchstens 10 Minuten geholt, den Kaffee. Wir haben ein Fruchttörtli. Die Termine mit angehenden Eltern, wissen Sie, das ist alles höchst unbefriedigend. Es tut mir wahnsinnig leid, ein riesen Missverständnis. Wenn Sie vielleicht im Esszimmer warten wollen. Es ist ein bisschen ruhiger dort. Ein bisschen weg von der Probe. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Denn es lächelt der See, er ladet zum Bade. Und die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Ich bin der Auffassung, dass Kind schon im Krabbelalter in das Theater angeführt werden. Was meinen Sie? Ja, ja, ich glaube schon. Das ganze Ritter-Rössler-Zeug. Ich meine natürlich das ganze Ritter-Rössli-Zeug. Was Kind wirklich wollen, das ist Barmherzigkeit, Herr Landvogt. Gnade! Gnade! Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern und Schwestern, denn früh übt sich, was ein Meister werden will. Hol den Kaffee. Jetzt ist sie perfekt. Wir brauchen ganz eine moderne schweizerdeutsche Übersetzung. Also probier den Auftritt nochmal. Tell! Mit mehr Schwung! Es dauert nicht lang.
was ist denn jetzt wieder los? Das hätte im Auto von Lukas auf dem Weg ins Hagenholz sein. Warum ist er nicht im Hagenholz? Was ist denn passiert, Kopfertelli? Wieso fragst du nicht mich? Warum ist er nicht in der Verbrennung im Hagenholz? Polizist! Polizist? Der gleich. Du meinst den? Der, wo du so super abgebimmelt hast, ja. Hat dem Lukas das Auto abgecheckt. Oh nein! Wo wir zum Garten rausgekommen sind mit der Garrett, hat er gerade den Kleber vom Abgas destilliert. Ich habe gerade morgen wegen dem in die Garage. Da! Und nächsten Monat habe ich einen Termin für die Fahrprüfung, ehrlich. Ah! Wir zwei stehen wie angewurzelt mit der Garrett auf dem Trottoir. Und haben ihm gesagt, wir seien deine Gärtner. Gärtner? Und das hier sei Gartenabfall. Und was ist mit dem Auto? Das ist okay, wir haben gesagt, es gehöre dir. Gibt es denn ein Update, was da Ihnen passiert ist, seit die Rösslerfrau gekommen ist? Du willst ein Update? Familie Bickel probiert den Doku-Sitcoms Open Tele Zürich, nämlich eine moderne Version von Wilhelm Tell mit einer Zusatzszene von der Schlacht am Margarten. Darum die vielen linken Teile. Selbstverständlich sind das alles nur super Nachbildungen. Genau wie der Gestank, der eine Mischung ist aus Formaldehyd, Pestizid und Suizid. Und das Ganze wird von Tele Zürich am noch nicht genau fixierten Tag gesendet. Mit weissen Geier, wenn man Wilhelm Tell und Tante Berthe als seine Schwester Klärle. Sackstark! Der Zucker. Nicht unbedingt. Molly hat gesagt, ich will noch mal mit dir reden. Molly, was machst du denn mit? Moja Baka. Kann wieder rufen? Nein, Moja Baka, ja, Jakob Olesna. Was? Moja Baka. Ja, Olesna. Das heisst, die Großmama ist schlecht. Danke. Sie hat den Butler Grappa gesoffen. Es wundert mich nicht, dass er schlecht wird. Wenn der Zucker da der Tür ist, dann bring die schnell hinein raus. Ist aber ein kleines Kampf. Verschwind! Paco! Wenn ihr opens Labo. Jo, ich opens Labo. Das heisst, das Wetter ist schon wieder schlecht. Dora, povera Chat. Schnell, gang zu dir rauf. Rief den Polizisten von dem Teichenhaus und probier loszuwerden. Wie denn? Verzählst du mir einen Witz. Okay. Wie wär's mit dem? Finden zwei Polizisten von der Uni ein Leich? Fragt der eine, du willst schreiben bei Universität? Meint der andere, schlägt man doch vor Post? Schnell, du bringst Oma ins Schlafzimmer. Dort kann er auf dem WC schlecht werden. Herr Bitte! Wir probieren gerade Schlacht am Morgarten. Ich glaube, wir sollten den Kaffee vergessen. Ja, aber nein, er ist schon auf dem Weg. Zeit läuft, Herr Bickel. Der Zug kommt in die Tiefe. Jetzt wird's spannend. Vermutlich hat es ihn gestunken, immer vorne zu reiten. Jetzt kommt er hinten rum. Super kombiniert, Lukas. Entschuldigung, Omi. Was machst du eigentlich? Ich verstecke bei Weinstuhl. Ah! Oh nein! Probieren loszuwerden. Ich erzähle meinen von Dani seinen Witz. Oh nein! Der mit dem Österreicher, der in die Luft geschossen und nicht getroffen hat. Du Schlafzimmer! Daniele Poponascha Jesa Bagom! Genau so ist es. Nedlos Valianum, das ist der Poponascha des Annom. Gesundheit! Marco, sie morgen, das wollen die Wart von Naschen jetzt. Du gehst jetzt einfach zurück die Diener. Das wollen die Mann im Bass. Malo, wie ist Respekt da? Entschuldigung, zu euch. Bist ruhig, du gehst jetzt einfach zurück ins Schlafzimmer. Du gehst jetzt einfach zurück ins Schlafzimmer. Adriatica Frauen. Machst du ein kleines Nickerli? Musst du doch ein bisschen ausruhen. Bevor die Samski, Mamski, Bergenski, Wetzki. Dann legen wir das mit dem. Okay. Entschuldigung. Es ist ein schwieriger Morgen. Ich habe stundenlang an der Haustür gewartet. Zum Glück haben sie den Hintereingang gefunden. Wegen ihren beiden Gärtner. Max und Moritz, genau. Haben sie neben dir einen weissen Wein? Alles in Ordnung, nichts mehr gesehen, Freund. Tsch, 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 tsch.
Nicht mehr zu sehen von Blattläusen an der Atelier. Jetzt kommen die Stiefmütter dran. Danke vielmals, Moritz. Wo sind Sie jetzt stehen geblieben? Ihre beiden Gärtner. Max und Moritz, ja. Haben gesagt, dass der Ford Fiesta, der hinter dem Haus steht... Für mich mit Georg Zucker. Alles klar, ist ein Gestürm da drinnen. Es tut mir leid, dass ich Ihre Probe in den Platz bin. Machen Sie nur weiter. Sind Sie auf der Seite von Tell oder von Kessler? Wie meinen Sie das? Halt die Mann, Stadtpolizei. Oh, Entschuldigung, nicht für ungut. Es gibt aber kein Problem in Ihrer Familie. Nein, 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 nein. Nein. Nein, und immer noch keine Spur von der Frau Wickel. Nein, 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 nein. Nein. Nein, nein. Wie ist doch gerade vorher im Schlafzimmer? Ja, haben Sie noch nicht gerade vorhin gesagt, Sie sollen ein bisschen abblicken? Abblicken? Adieu, Frau Bickel, meine Frau, Frau Bickel. Ich habe gemeint, Sie meinen meinen Brüder, seine Frau, Frau Bickel. Ihre Brüder? Ich habe gemeint, das sei einer von Ihren Gärtner, Maxim. Korrekt. Er ist mein Gärtner und mein Brüder. Max Bickel, ich habe gerne, wenn man so Gelegenheitsarbeiten in der Familie erledigen kann, oder Max? Ja, er ist total gut zu mir. Und zu Moritz. Moritz ist mein anderer Bruder und mein anderer Gärtner. Ich habe nicht gecheckt, dass Frau Rössler noch keine Spur von meiner Frau Lisa gemeint hat. Ihre Cousinname ist Adriatica. Ich habe gemeint, sie meine noch keine Spur von Nelly, einem Max in einer Frau. Ja, Nelly, meine Frau hat keinen Cousinname und der Moritz ist ledig. Ich wollte Ihnen gerade sagen, dass meine Frau zurückkommt und sich im Bett ein bisschen ausruht. Aber wir sind verabredet. Und sie hat jetzt schon ziemlich verspätet. Ich gehe sie gerade wecken. Wecken? Es sind noch einige Formulare zum Ausfüllen, wissen Sie? Urkunden, Anträge. Es ist tot ernst, was da passiert, Herr Bickel. Sind Sie vom Beerdigungsinstitut? Sehe ich so aus? Zimri. Ich hoffe, dass Sie der Frau Wickel gegenüber dann ein bisschen mehr Verständnis an den Tag legen als gerade im Moment. Sie ist nicht vom Beerdigungsinstitut, oder? Nein, ist sie nicht, Chef. Brüder, Chef. Für was brauchen Sie ein Beerdigungsinstitut? Am Herr Bickel, seine Schwiegermutter ist heute Morgen vom Bus überfahren worden. Milchbuck. Traurigerweise ist sie gestorben. Ihre Schwiegermutter? Überfahren? Vom Bus? Linie 34? Richtung Leimbach, oder Max? Wenn du das sagst, Chef. Aber warum um alles in der Welt haben Sie mir das nicht schon früher gesagt? Ich kann nicht wollen, dass Sie meinen, ich mache einen auf Mitleid. Wir sollten unser Treffen auf alle Fälle auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Nein! Aber die Zeit läuft uns wirklich langsam davon. Ich habe noch meine Frau zum Bett aus und dann sind wir wieder Blitzbinnen. Ja, bitte machen Sie schnell. Wann wird Ihre Schwiegermutter beerdigt? Am Samstag. Krematorium Seelfeld. Keine Blumen. Nur Spenden. Sie den kleinen Gefühlsausbruch. Es hat ihn einfach übermannt. Danke, dass Sie reingeschaut haben, Herr Haldimann. Sie sind unsere grosse Hilfe. Ja, im Moment. Ich muss Sie da noch ein, zwei Sachen fragen. Könnten Sie nicht morgen mal vorbeikommen? Nein, das kann ich nicht. Ich bin da schon lange genug aufgehalten worden. Also, laut Ihren beiden Gärtner, Max und Moritz, Ihren beiden Brüdern, gehört der Ford Fiesta, der hinter dem Haus steht, rein? Wenn die das gesagt haben.
Ist das so? Ja, so ist das. Sie haben keinen Kleber vom Abgastest. Mein Ford Fiesta hat keinen. Oder vielmehr einen aus dem Jahr 1999. Mein Ford Fiesta hat einen abgelaufenen. Hören Sie, normalerweise interessiert mich so etwas im feuchten Dreck. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, bei Ihnen gibt es viel mehr zu entdecken, als man von bloßem Auge sehen kann. Angefangen mit Ihrem weißen Van, dem Ford Fiesta und dem vermissten Muscheli von Ihrer Frau. Mein Ford Fiesta hat keinen. Nein, er hat keinen so einen blöden, hohen Kleber. Also wirklich, kann sie nicht ausdrücken. Von meinem Gärtner. Er hat keinen Kleber. Ja, der muss sich gelöst haben, das hat es doch auch schon gegeben, oder? Max. Danke, Max. Ja klar, der liegt jetzt wahrscheinlich noch mit am Boden. Oder er ist unter einem Pneu gerutscht. Max. Ja, Chef, Brüder, Pickel. Begleite Herr Haldimann zurück zum Auto und hilf suchen. Die Art von Kleber werden innen angeklebt. Ja, dann suchen Sie halt auch innen unter dem Sitz im Handschuhfach. Der Kleber ist da. Es ist gleich, wenn es eine Viertelstunde dauert, dann noch länger. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, Herr Wickel. Max! Hock nicht da umeinander, gang mit dem Herr Haldimann zum Auto. Nein, das mache ich nicht. Gang mit Max. Wollt nicht. Max! Ich will, dass du neben mich einsitzt. Hä? Bitte! Weißt du, so wie früher, wo du, der Moritz und ich noch klein waren, sind, bitte! Dann steht der Max auch auf. Also gut, wenn du unbedingt willst, Max! So lieb. Mehr wollte ich ja gar nicht wollen. Nur ein bisschen Zuneigung. Bevor ich gegangen. Und jetzt gehe ich. Und du bewegst dich nicht. Schön sitzen bleiben. Bis wir draußen sind. Ich wollte dich genau so im Gedächtnis behalten. Mit dem ganz speziellen Ausdruck auf dem Gesicht. Bewegungslos. Wie eine Brise am Morgen. Unbeweglich. Sanft, ruhig und unendlich friedlich. Ah! Kaffee! Oh nein! Thomas! Gott! Ich habe einfach kein Taxi bekommen! Ich habe gerade Lisa gesehen! Hoi, Lisa! Ciao, Lisa! Wo ist sie? Wo ist die elende Frau Rössler? Blöds Weib. Ich gehe mit der ganzen Weg zu ihrem Büro hin und zurücklatschen. Also, wie ist sie? Hat sie dich schon etwas gefragt? Aber sie ist im Esszimmer, oder? Hast du einen Kaffee und Fruchtdörtchen angeboten? Ist mit dir alles in Ordnung? Ich muss mich ein bisschen zu weit machen. Mir ist schlecht. Oh. Nein! Was ist los? Du kannst da nicht rein. Warum denn nicht? Sie ist besetzt. Wie meinst du das besetzt? Besetzt von Leuten. Leute? Ja, aus dem Schlafzimmer. Wer? Der Sanitär und sein Gehülfe. Wir haben den Sanitär drin. Wasser überall, im Badzimmer, im Schlafzimmer. Ich habe den Wasserhahn aufdrehen. Was? Ich habe nicht angehabt. Was? Ich konnte das Wasser nicht mehr heben. Ich meine, ich kann das Wasser nicht mehr abdrehen. Waschen! Waschen! Löli! Sie werden niemand rauskommen haben, wenn sie hier alles repariert. Klöpf dich doch in der Küche ein bisschen zu Weg. Hey, nochmal, was für ein Morgen. Wir müssen ein bisschen machen. Ich schaue, dass ich wieder ein bisschen nach etwas aussehen und du lässt den Kaffee durch. Ah. Nein. Ich muss dem Sanitär helfen. Er findet den Haupthahn nicht. Dann zeig mir, wer er ist. Ja. Ja, mach schon! Ich weiß auch nicht, wo der Haupthahn ist. Wie kommt die Garrett in unser Wohnzimmer? Ja, das habe ich auch schon gefragt. Wo ist der halbe Schlüssel? Danny! Komm ab! Hey! Ihr zwei!
Tommy! Thomas! Herr Bickel, ich warte jetzt schon! Aha! So sieht man sich also wieder. Frau Rösser. Lehr. Frau Lehr. Rössler. Natürlich Rössler. Ja, ja. Sind Sie ein bisschen am Umrösseln? Ich bin übrigens Herr Bickel. Ah. Ja. Dann müssen Sie denken, der Moritz sein. Muss ich? Ein Max im Brüder? Maxim Brüder. Herr Bickel. Frau Rössli. Lehrer. Frau Lehrer. Rössler. Ich befürchte, meine Zeit läuft ab. Jesus. Das tut mir wirklich leid. Würden Sie das bitte dem Herr Bickel mitteilen? Max oder Moritz? Von mir aus der Witwe Bolte. Jetzt machen doch endlich mal, was wir euch sagen. Grappa, grappa. Bedien dich einfach top. Voilà, Lippo. Oh, Mariana, Zlatka, Mala, Mariana. Jimmy. Daniel, Lippo, du Boli. Ich glaube, du verkrügst ihr den Schiff bis ruhig rauf. Ne, was ist los? Wenn du jetzt sofort raufgehst. Scheissofa. Bist deine Weichteile immer noch nicht los geworden? Hätte sie erst etwas anderes müssen. Das sind nicht meine Weichteile! Okay, okay. Mein Handy! Hallo? Wie? Kennen wir uns? Wer ist es? Irgendein Boris hat einen ausländischen Akzent. Ah ja, wirklich? Und wie kommst du darauf, dass die bei uns sein könnten, Boris? Verstehe. Dann frag nach den beiden. Der hat deine Nummer sicher von der Mama zu schlieren. Gib da an. Hey! Ich deile mit ihm. Lass zu, Boris, was willst du? Egal, wer ich bin. Was willst du? Versteh. Er sagt, wenn ich die Schnur nicht habe, schneide mir die Eier ab. Hallo Boris. Ah, du kommst es holen, Katharina und ihre... Ja, meine, ich habe genommen die Mama oder sonst jemand von der Familie. Versteh. Sie sind so eine Art Verbindungsmann oder so. Wenn wir das Geld bereit haben. Ja, also ich bin sicher, wenn das so abgemacht war, dass Katharina oder ihre... Aber klar, mache ich Ihnen das klar, Boris? Kein Geld, kein Transport auf Schlieren und dann müssen Sie zurück. Wie? Kleinkacken und die Güsselsäcke. Ach so. Also es war ganz reizend für mich, zu mit Ihnen telefonieren, Boris. Das ist alles deine Schuld. Warum habe ich nur auf dich gelost? Warum? Die haben das Geld sicher, sie haben sie abgemacht. Und wenn nicht, dann haben wir zwei Säcke mit Kacken. Wir müssen dich etwas fragen. Nein, ich habe gesagt, dass sie Champagner wollen. Los zu, der Boris hat angerufen. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Nicht, nein, aber jetzt ist Nico. Jetzt lass doch endlich mal zu. Habt ihr Geld für den Boris? Boris, wie Boris Karloff. Karloff. Karloff Frankenstein. Monster. Ah, Monster. Paco, Stadtiradisch. Monster, Monster. Katharina, lass zu. Wrat diese Gole. Der Boris hat angerufen. Boris ist faul. Habt ihr Geld? Geld für den Boris. Geld, Boris. Da, da. Sa, Boris. Boris, der Glückspilz.
Du gehst das und Boris und er bringt euch auf Schlieren. Boris, Boris. Mama, Schlieren. Nein, der Boris kommt dahin wegen euch. Du! Hey, Boris, da lasse ich Schlieren. Boris, Svinja, Jedna, Svinja. Alles in Ordnung. Wir haben Geld. Kein Problem. Boris! Boris! Komm augenblicklich da oben runter. Boris Monster! Gibt's irgendwelche Anzeichen dafür? Monster! Frau Rössler, wir sind gerade mit drin in der Probe. Tante Betty hat etwas extemporiert. Sie hat die Idee gehabt, ihre Rolle von Claire Littell mit einem Duckenglöckchen von Notre Dame zu mixen. Könnte doch noch gerade sein, oder dann? Moritz! Ja, wir haben gedacht, sie noch nicht, wenn wir es Tante Berti ein bisschen machen. Was kommt echt raus, wenn man das Claire Littell mit dem Glöckner von Notre Dame mischt? Der Chris von Rohr. Herr Bickel. Frau Rösler. Es ist doch ganz offensichtlich, dass Ihre Proben mit unserer Sitzung kollidieren. Aber nein, wir sind gerade fertig. Danke, Tante Berti. Gut gemacht, Tante Berti. Und ab mit dir, Tante Berti. Tante Betty! Und das ist unsere Cousine Kathi, sie spielt Betty Bossi. Ein komplexes Stück, das Sie hier aufführen. Ja, so ist es. Herr Bickel, wenn Sie und Ihre Frau nicht in den nächsten 2 Minuten für das Interview zur Verfügung stehen, dann mache ich mich auf den Weg zu im nächsten Termin. 2 Minuten, die Familie sagt auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Monster! Schnell! Bring die zwei zu dir rauf, bis der Boris da ist. Ich muss das da rein loswerden. Tante Betty! Jetzt komm mal! Oh, Mama, ja, Lagia! Thomas! Hey! Ja, Trauben! Raus! Was ist denn jetzt mit los? Blöde Scheibe Garrette! Ich hab gemeint, du helfst dem Seiter. Hanni, sind schon weg. Umso besser, dann gehen wir zu der Frau Rössler. Jetzt zählt's. Nein, ich bleib da. Was? Ich hab das doch erklärt, sie wollte das einzeln sehen. Sie hat gesagt, sie ist dich, also bleib ich da sitzen. Und sobald du drin bist, tue ich... Tust du was? Aufstehen! Gott, du bist ein Namiser zwei als ich. Sag nicht. Bist du nervös? Zittern richtig? Du siehst super aus! Bist du gut rissen zusammen, wenn du bei der Frau Rössler bist? Ich glaube, im Lukas seine Magensache ist anstecken. Also mach das einfach nicht, wenn Frau Rössler dabei ist, gell? Es tut mir leid, Herr Bickel. Oh, Frau Rössler, darf ich Ihnen meine liebe Frau vorstellen? Liebe Frau, darf ich dir Frau Rössler vorstellen? Frau Rössler, wie geht's? Lisa Bickel, ich muss mich für den Durcheinander entschuldigen, selbstverständlich, unser Fehler. Es tut mir leid, Frau Bickel, aber ich kann nicht mehr länger bleiben. Ich muss gehen. Aber nicht, bevor Sie mit uns geredet haben. Ich habe einen Termin mit einem anderen Paar am 4. ab 11. Und ich komme ja einen Weg schon zu spät. Bitte! Wir verschieben unser Treffen auf ein anderes Mal. Aber das kann wieder Wochen gehen, Frau Rössler. Ich wäre eine wunderbare Mutter. Ich auch. Wir haben so hart geschafft für das Treffen, gell, Thomas? Nein, ich muss da bleiben. Fragen Sie uns, was Sie wollen. Aber das muss absitzen. Elektrische Ausrüstung, Kochgeschirr, Reinigungsmittel, Sicherheitsschlösser. Wir wissen alles über die verschiedensten Arten von Sicherheitsschlössern. Ersthilfeausrüstung, Kuchen, Süßigkeiten, nicht mehr.
Tante Berti. So ist es. Tante Berti? Ich erkläre das später. Sie ist zum Sofa ausgekommen. Ja, sie hat die Auferstehung geprobt. Von Claire Littell. Du verstehst von Claire Littell? Ich erkläre das später. Und was um alles in der Welt hat sie denn für eine Sprache geredet? Walliserdeutsch. Was? Du erklärst mir später, ha? Herr Bickel. Frau Rösler. Die alte Frau für eine Fernsehsendung ihren Sofa halb verstecken zu lassen, das geht wirklich zu weit. Fernsehsendung? Ja, weiss Ihre Frau dann nichts von dieser Doku-Sitcom-Soap für Telezüge. Sitcom-Soap? Da haben Sie es aus und vorbei. Jetzt weiss sie Bescheid. Der Witz an dieser ganzen Sache ist doch, dass die Frau nicht weiss. Sie haben es vollkommen. Na! Das ist wie lastig überraschen. Sie haben es völlig. Na! Jetzt ist alles. Na! Jawohl! Und meine ganzen Chancen zum Schreiben, zum Regieführen, zum Produzieren, alle futsch. Und am Tante Berti ihre einmalige Interpretation von Claire Littell kommt keine Sau jetzt gesehen über. Es ist eine hure Tragödie. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hätte mich nicht so hier lassen. Es ist nur, ich habe so viel in diese Sache investiert. Und Tante Berti natürlich auch. Und Max Moritz und Cousine Kette, ich erkläre das später. Und jetzt ist alles aus und vorbei. Futsch. Nein, ich bin okay. Ich bin okay. Es geht mir gut. Was vorbei ist, ist vorbei. Denken wir an die Zukunft. Unser Baby. Lisa bringt Frau Rösser ins Esszimmer. Ich hole den Kaffee. Dann bin ich mit der Blitzbeine und sie können mit ihrer Befragung anfangen. Mein Büro wird Kontakt mit Ihnen aufnehmen, um einen neuen Termin vereinbaren. Nein, bitte. Obwohl ich muss sagen, dass meine erste Beurteilung alles andere als vorteilhaft ausgefallen ist. Ja, bitte, Frau Rössler, der heutige Morgen war ein hoher Stress für mich und den Thomas. Für uns alle, Frau Bickel. Gehen Sie nicht, bitte. Das Baby bedeutet so viel für uns. Es tut mir leid, aber Ihr Mann ist zurzeit offensichtlich nicht in der Lage, mit irgendetwas fertig zu werden. Geschweige denn Sie, Frau Bickel. Mann! Ich schon! Glauben Sie mir, ich weiss, was Sie heute Morgen durchgemacht haben. Der plötzlich Tod von ihrer Mutter. So mir nichts, dir nichts. Ich verspreche Ihnen, ich habe mich völlig im Griff. Fragen Sie mich irgendeine Sicherheitsfrage. Machen Sie doch! Pfanne stehlen, elektrische Ausrüstung, Plastiksäck. Der Tod von meiner Mutter. Und auf so eine tragische Art. Meine Mutter? Oh nein. Ich habe gemeint, Sie wissen es. Mami ist gestorben. Es tut mir so leid, Frau Bickel. Aber ich verstehe nicht. Ich meine, sie ist so. Aber ich habe doch, wann ist es passiert? Heute Morgen. Es ist vom Bus überfahren worden am Milchbus. Der Kaffee ist gerade fertig. Ich habe angenehm, Ihre Frau wüsste es. Wisst ihr was? Dass Ihre Mutter heute Morgen gestorben ist. Ich glaube, ich muss jetzt wirklich gehen. Ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Meine Achtermappe! Ja, die brauchen Sie doch nicht. Ja, natürlich brauche ich die. Ich hol sie. Oh Gott, ich muss den Papi anrufen. Nein, Lisa, mach's nicht. Das ist doch ganz natürlich, dass Sie mit Ihrem Vater reden. Er ist sicher völlig verzweifelt. Das sind wir alle. Tschüss, Frau Rössler. Wir machen einen neuen Termin ab nächster Woche, okay? Hoi, Mami, ich bin's. Gibst du mir schnell den Papi? Hallo, Papi. Hörst du, Mami, noch mal das Telefon? Mami, bist du? Ist alles in Ordnung? Ich wollte es noch wissen. Tschüss. Warum hast du erzählt, dass Mami sie gestorben? Ich erkläre das später. Von einer bösartigen, grausamen, herzlosen. Aber doch nicht vor der Frau Rössler. Auch die Frau Rössler. Warum hast du der Frau Rössler gesagt, dass Mami sie gestorben ist, wenn du doch genau gewusst hast, dass sie nicht gestorben ist? Also nein, so habe ich das nicht gesagt. Mal das haben Sie. Vom Bus überfahren am Milchbuck. Der
Das ist nicht genau meine Formulierung. Und ob? Da sind Sie gesessen. Es hat vielleicht nur so getönt. Es hätte nicht deutlicher sein können. Sie hat den Bus Richtung Leinbach gefahren. Ich erkläre das später. Nein, jetzt! Hast du ihr erzählt, dass deine Schwiegermutter heute Morgen gestorben ist? Ja, das hat er. Also gut, hast du gesagt. Was habe ich gesagt? Warum? Ja, warum? Weil es so ist. Was? Meine Schwiegermutter ist gestorben. Von was zum Teufel redest du eigentlich? Von meiner Schwiegermutter, von der, wo du nichts weißt, von der Mutter von meiner ersten Frau. Adi, Frau Rössler! Deine erste Frau, ja. Sie ist Jahre zurück, bevor ich dich kennengelernt habe. Sie ist jung, ich bin jung, sie hat mir gehebt, schnell gescheitert, das ist alles. Nein! Wolltest du mit dem sagen? Ja, sie war ein Tanzi, Skilehrerin. Adriatica. Sie hat kein Deutsch können und ich kein Tschetschisch. Vermutlich der Grund, dass sie mir geigert hat, das und zehn. Nein, 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 nein. Was ich da höre. Und ich kann nicht glauben, was ich da erzähle! Ich hätte es schon lange müssen sagen, ich weiß. Die Adriatica hat gemeint, ich muss wissen, wenn ihre Mutter beerdigt wird. Sie haben mich eben darum so gut mögen. Lisa! Frau Rössler! Grüssel! Ist meine nicht so rund gelaufen? Hast du total verkachelt? Das gibt immer das nächste Mal. Nein! Ich kann unsere Chancen auf ein Baby vergeben. In meinem Haus lungern zwei illegale Migrantinnen rum. Meine Frau will mich umbringen und in den Augenblick taucht der Boris da auf. Es kann nur besser werden. So, fertig jetzt! Aber wir müssen es wenigstens probieren, Herr Haldimann. Nein, Max, ich tue Neusle nicht sämtliche Güsselkübel von dem Haus, um den Kleber zu finden. Herr Bickel, ich bin sicher, Sie und Ihre beiden Kameraden, Max und Moritz, haben weit mehr auf dem Kerbholz als nur ein Auto ohne Abgastest. Also, was laufen da Ihnen für Spiele? Haben Sie mich eigentlich verarschen? Lisa! Du gehörst von mir! Was? Wo ich gehst? Ich bleibe ein paar Tage bei Mami und bei Papi. Aber das muss doch nicht. Ich muss mir über ein paar Sachen klar werden. Darf ich fragen, wer Sie sind? Sind Sie Polizist? Haldimann, Stadtpolizei. Und wer sind Sie? Ich bin Frau Wickel. Dann sind Sie also Snelli. Snelli? Frau von Max. Max? Sie ist nicht mit dem Max verheiratet. Und der Moritz ist ledig. Ich bin ledig. Ruhe! Moritz. Also, mit welchem von diesen zwei Klönen da sind Sie jetzt verheiratet? Mit dem da. Nein, nein. Seine Frau habe ich kennengelernt, hier. Sie haben was? Das war meine erste Frau, Adriatica. Ihre erste Frau? Ja. Sie sind geschieden. Geschieden jetzt. Was hat deine erste Frau da innen gemacht? Ein Besuch. Besuch? Warum? Ich kann dir alles erklären. Sie hat noch kurz reingeschaut und nach einer halben Minute ist sie wieder draußen. Nein, nein, ich bin ihr zweimal begegnet. Zweimal? Ja, beim zweiten Mal hat er sie ins Schlafzimmer gestoßen. Schlafzimmer? Kann ich das erklären? Zuerst verschwiegst du mir die Existenz von deiner ersten Frau und dann triffst du uns im Schlafzimmer um mit ihr. Lisa, warte doch, sie ist ja gar nicht wirklich. Nicht wirklich was? Nicht wirklich so nett wie du. Aber denk besser im Bett. Ja. Nein! Ich glaube, es ist gut, dass wir das Baby nicht bekommen haben.
Es sieht so aus, wie wenn der fehlende Abgastest ihr das kleinste Problem wäre. Ja, ja, schönen Tag und auf Wiedersehen. Ja, da können Sie Gift drauf nehmen, und zwar gleich. Gärtner, Ex-Frauen, Adriatica. Wer meint, glaube ich, sei ein Vollidiot. Frau Rössle, Sie sind wieder da. Nein, immer noch. Wie meinen Sie das? Ich meine, dass mein Auto eingeklemmt ist zwischen dem weißen Van und irgendeinem Kombi. Ich habe die letzten 5 Minuten versucht, beim Wagen rauszumanövrieren. Ah, kein Problem, der weiße Van könnte mir Max fahren weg. Ja, Chef, Brüder, nichts ist, Brüder, ich habe den Schlüssel, du bleibst schön da. Frau Rösli? Der Herr im Kombi war überhaupt nicht hilfsbereit. Ich kann ihm deuten, dass er ein paar Zentimeter zurückfahren soll. Aber er hat nur Mühe gelacht und eine unglaublich ordinäre Handbewegung gemacht. Aber nicht etwa. Genau so. Ja, den hätte ich heute auch schon gerne ein paar Mal zeigen. Frau Rössler, wenn Sie einen Weg warten müssen, trinken Sie doch ein Tasschen Kaffee und wir reden ein bisschen. Ich will kein Tasschen vorab, überhaupt nichts. Danke, ich will zu dem Irrenhaus aus zu meinem nächsten Termin. In der neuen Entwicklung. Haben Sie den Wagen von Herrn Bickel jetzt weggefahren? Nein, eine kleine Verzögerung. Wegen dem Fahrer vom Kombi. Hat er Ihnen auch den Finger gezeigt? Sie meinen? Ja. Nein, er ist kurz um etwas abholen. Der Herr Boris. Zum Glück schlieren einfach. Vielleicht könnten Sie in der Zwischenzeit Ihren Van umparkieren, damit ich vorkomme. Fahren Sie doch selber ein Stückchen retour und den Schlüssel lassen Sie stecken. Ach so. Halt, Karin! Ich bin fange ein bisschen müde. Halt, Karin! Und du hältst Oma und Co. klar. Ich glaube immer, es wäre am geschicktsten gewesen, hätte ich das Zeug im Garten begraben. Zum letzten Mal, Lukas. Die Idee kannst du begraben. So schnell! Hagenholz, okay! Das Ohm ist auf dem Weg! Do wie Genia! Was? Sie lernt von Kroatisch. Du kannst nicht mal richtig Deutsch, du Kleine. Schnirren! Mach mal ein Licht, das brauchen wir gerade nach! Los! Kommt! Hopp, hopp! Hopp, hopp, so machen wir mal, der Boris wartet aus! Alles in Ordnung, Boris, Sie kommen. Ah, du hast meinen Bruder Thomas gar noch nicht kennengelernt. Thomas, Boris, Boris, Thomas. Ich habe extrem keine Zeit, Herr Bickel, aber es ist eine Freude für mich, Ihre Kennenlehre zu machen. Ganz meinerseits. Ja, ja, Boris. Herr. Anarchokitsch, Petri Wisnikotsch. Freut mich, Herr Anarchokitsch. Freut mich. Katharina, trago mi sto de vidim. Maria, kako si? Sie hat sich auf der Fahrt den Pfnüssel geholt. Also das Geld schnell Euro, haben wir gesagt, oder so. Problem? Ich wollte noch mal 4'000 oder so. Oder so? Ja, schädere diese Check. Nein, nein. Diese Regel, schädere diese Check, za 2 Passagen. Nein, 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 schädere diese Check, so ovaj, i schädere diese Check, so ohne. Nein, Monster. Wie wär's mit 50 Franken jetzt und der Rest in Rate über einen Zeitraum von, sagen wir mal, 35 Jahren? Rüber! Los! Luki, das ist mein kleiner Bruder, der Luki. Und das ist der Herr Aprikosentotsch. Offenbar gibt es Probleme bezüglich der Kosten dieser Transaktion da. Schnurren zu! Kein Geld, kein Pass, kein Schlieren oder so. Nein, ich dem auch schlieren. Nein, nicht Drago und Monivo. Nein! Was? Ihr könnt zurückgehen, wo sie hergekommen sind oder so. Aber ich habe das Gefühl, sie würden zu vorziehen, da zu bleiben. Wenn ich will, noch mal 4'000. Kleine Meiteli, solltet nicht mit scharfen Messern spielen oder so. Grossmütterli, solltet ganz brav sein. Entweder gibt mir Stutz oder die gehen zurück in kleine Stückchen oder so. Aber Sie haben kein Geld mehr. Sollen Sie alles geben? Moment, warten Sie mal. Wegen lächerlichen
4000 Stutz. Setzen ihr das Leben von diesen beiden hier aufs Spiel? Ihr miese, schäbige Rappenspalter hier. Gebt ihm die 4000, gebt ihm sie. Gebt ihm sie. Gebt ihm sie. Ja klar, von dem. Da hinten hat es mehr wie 200.000, wenn man das Kokain und den gestohlenen Schmuck noch dazu zählt. Kenntnis setzen, dass Frau Rössler so eben ihre Van wie auch der Kombi ernstlich beschädigt hat, als sie probiert hat, ihr Auto zum Parkplatz rauszurangieren. Und als sie ihre Van Schrottdrift gefahren hat, ist ihnen die Heckklappe aufgesprungen und sind eine von denen schon ein paar Mal erwähnten Kartonschachteln rumgefallen und eine stattliche Anzahl Zigarettenstangen und Grappenflaschen sind rausgeflogen. Aber wie auch immer, wer ist da rein? Da rein, Herr Polizist, halt, ich mache ganz einen gefährlichen Typ, der hat uns bedroht. Mit der Pistole da! Es hat sicher Fingerabdrücke drauf. Und der Typ heisst Boris. Boris? Ich habe das Gefühl, dass in einen ganz dicken Fisch ins Netz gegangen, Herr Haldimann. Moment mal. Haben Sie gesagt Boris? Ja, richtig. Boris. Aber doch nicht etwa Boris Anaroski Petri Wisikotsch? Mal genau der. Boris Anaroski, lass doch Türen auf. Anaroski frisst Pfstern auf. Das ist der Topmann von der Ostmafia. Mafia? Wer hätte das gedacht? Boris Anaroski, Petri Wisnikot. Hey, halt immer, haben Sie etwas sagen, wenn Tante Bette meine Ex-Frau jetzt heimbringt? Voraussetzt, Sie sind nicht Zeuge von dem Vorfall da? Nein, definitiv nicht. Sie haben nichts gesehen. Gut, darf jetzt gehen. Also ab mit dir, Tante Bette. So, drei. Und das da. Hast du dann übrigens Lakaien? Monster! Adriatica? Da hast du Geld fürs Taxi auf Schlieren. Taxi, Schlieren? Musst du dem Chauffeur ein Trinkgeld geben? Ah, nicht der Monster! Seine Ex-Lippen, glaube ich, immer noch. Bye, bye! Sie steht aber auch auf ehemalige Schwelt. Ja. Bye, bye! Bye, bye! Wie bezahlst du das Leben, Ljudi? Das ist ein najliebster Dan um am Schivotu. Dobre došli u Švicarsku! Ja, 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 ja! Tante Berti ist Sprachwissenschaftlerin am Konservatorium. In dem Fall wäre der Fall, glaube ich, abgeschlossen, oder? Nur noch eine kleine Frage, Herr Bickel. Ja? Was macht der Boris Anaroski Petri Wisnikotsch in einem Güsselsack in Ihrem Wohnzimmer? Haben Sie jetzt nicht gesagt, eine kleine Frage? Und? Das ist meine Sache. Ich habe mir Thomas sein Auto ausgeliehen, um über das Wochenende auf Gomo zu fahren. Und wo ich in einem Kaffee gesessen bin, stellen Sie sich mal vor, da ist mir der Wagen geklaut worden. Offensichtlich von dem Typ da. Er hat alle Schmugglerware ins Auto geladen, hat ihm Thomas seine Versicherungspapiere im Handschuhfach gesehen und ist da aufgekreuzt. Warum? Du bist dran. Ja, also er hat gesagt, solche Gammels sind sicher ein Unterschlupf. Für was? Ja, er hat gesagt, er will, abgesehen von Zigaretten und Grappa, auch noch illegale Einwanderer in die Schweiz in den Schmuggler. Bist du sicher? Absolut. Der Boris hat uns ein Vermögen angeboten, wenn wir also so eine Art Zwischenstation würden fungieren. Wir haben natürlich abgelehnt. Klar, ist ja illegal. Wir machen doch keine krumme Touren.
Das ist ja nicht alles, was in dem Sack hinein ist, den Boris von Gomo mitgebracht hat. Er hat uns nicht gesagt, was. Aber er hat angedeutet, dass einer von seinen Illegalen nicht hat zahlen wollte. Also... Wenn Sie mit dem sagen... Ja, wir haben natürlich keinen Beweis. Wir haben ja nicht einmal gesehen, was drin ist. Aber er hat eindeutige Andeutungen angedeutet. Oder so. Ich nehme den jetzt mit auf den Posten. Da wäre noch sein Aktenkoffer. Danke für Ihre Unterstützung. Bitte. So ehrliche Leute wie Sie gibt es viel zu wenig in unserer Gesellschaft. Ich habe unsere Chancen auf ein Baby vergeben. Und ich habe Lisa verloren. Jetzt komm! Ihr habt sicher noch mal eine Chance. Aber nicht bei dieser Frau Rössler. Es gibt sicher noch andere Agenturen. Lisa! Ein Velo hat mir über den Haufen gefahren. Lisa, Schatz! Ja, also. Genau, ich habe noch Wösch! Du brauchst Leid mit deinem Arm, Lisa. Du hast eigentlich keine Lust auf ein Volleyballmatch, oder? Genau, wir sehen uns später. Ich muss noch mal rasch ins Unispital. Soll ich euch etwas mitbringen von dir? Was ist denn passiert? Ich war wütend wegen dir und deiner Ex-Frau. Ich kann alles erklären. Ich bin Richtung Tram gelaufen. Zum Tram? Ja. Weil ich zu Mami und Papi wollte. Mami und Papi? Ich gehe über den Fußgängerstreifen. Fußgängerstreifen? Und der Sieg auf dem Velo. Der blöde Sieg auf dem Velo. Fahr genau in mich hinein. Lisa. Eine Frau hat mir geholfen und meinen Notfall gebracht. Es tut mir so leid. Brüll dich nicht. Sonst muss ich auch. Es macht mich völlig fertig, wenn du so unglücklich bist. Ich bin nicht unglücklich, ich bin glücklich. Warum brüllst du denn? Weil es mir im Notfall so schlecht war. Armer Schatz. Nein. Mir sagt der Morgenübelkeit, ich bin schwanger. Wir haben das Baby über! Ich liebe das Baby! Ich auch! Wenn es ein Mädchen ist, dürfen wir es Frau Rössler. Und wenn es ein Bub ist, Aprikosentopf.